Heute geht es mit Prince of Persia und wir sind in der Bücherei? Naja, wir haben auf jeden Fall Stück für Stück jetzt hier mit Lichterrätseln zu tun. Wir müssen halt auch Stück für Stück vorankommen. Oh, jetzt geht das mit dem Springen natürlich wieder nicht. Ei. So. Jetzt? Oh. Ja. Guck mal, das, so geht's auch. Kriege ich besser hin von der Kameraperspektive. Und dann? Wo muss ich dann hin? Ich hoffe einfach mal hier hin. Oh, ich höre vielversprechende Klingen. So gehofft, dass es klappt. Ah, ja. Ach, guck, das ist das, was ich gehört hatte, als ich vorhin schon eine Etage drunter hoch bin. Oh Gott, das nimmt echt das alles in Anspruch. Ich brauche mal ein bisschen andere Kameraperspektive. Hey, ich kann doch einfach so, oder? So. Ich doch nicht da am Rand lang gehen, wie es in der Vision gezeigt worden ist. Klar. Klar, typisch. Oh ja. Na kommt. Leckerer kleiner Prinz zum Essen. Aua. Geh hoch. Los, hoch, bevor sie wiederkommen. Oh, ey. Nee, du solltest das machen. Nicht hüpfen. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, nein. Da ist noch einer zu viel. Noch denken sie, ich bin ein leckeres Essen. Jetzt sind's. Hauen sie ab. Geht da. So. Ich gehe mal davon aus, ich muss hier runter. Oh, unbedingt auf der Seite würde ich nicht runtergehen wollen, aber gut. So. Da muss ich da vorbei. Jo. Klappt schon. Geheimgang! Lebensupgrade. Wupp, wupp. Ich habe noch nie ein Geräusch so sehr gemocht wie diese Melodie, wenn ich eine Wand durchbreche oder so. Oder halt eben diesen geheimen Bereich Bonus. Boah, Bonus? Weiß nicht. Ob ich das Bonus nennen kann. Aber eben halt so einen Bereich halt betrete. Schönste Melodie ever. Jo. Was mache ich denn jetzt? Also so schon mal gar nicht. Kann ich das irgendwie nehmen? Eigentlich muss es doch da hinkommen, ha? So, jetzt bin ich hier und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Unten war ja auch kein Lichtstrahl, der da hingeführt hat. So. Und irgendwie schieben, nehmen will er nicht. Ah! Gott! Kein Lichtstrahl unten gewesen, der das hätte auffangen können. Ich bin da jetzt ein bisschen überfragt. Das ist ja auch bestimmt zu weit weg. Ja. Hä? Was mache ich jetzt hier? Ich kann da an der Wand nicht entlang. Ah, ich hätte da rüber gemusst, hä? Verdammt. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ja. Da muss ich lang. Natürlich. Ist ein bisschen tief, wenn ich falle, ne? Oh ja, klar, auf den letzten Meter. So. Oh
kommt das Glühen her? Von der Decke. Jetzt muss ich überlegen, wohin das am besten soll. Also da schon mal nicht. Von der macht ja nur so. Also ich tippe mal darauf, dass ich das Teil dorthin schiebe. Weil, geht halt nur in die Senkrechte. Ja, also darüber komme ich schon mal nicht. Bin nur ein bisschen hochgehüpft, euer Ernst. Gut, dann müssen wir hier rüber. Natürlich geht die Seite kaputt. Gibt mir das ja, wenn man so die dezenten Hinweise kriegt, ne, wo man hin soll. Oh. Nee? Warte. Die Richtung? So, dann gehen wir ein bisschen an den Rand. Und hoffe ich, klappt das alles. Nein! Das Einzige, was ich... Also das Spiel mag ich ja. Es ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen. So ein bisschen knifflig in der Hinsicht. Aber... Am liebsten hätte ich eine bessere Kamera. Oder eine Kameraführung, eine bessere. Oh ja, natürlich, natürlich. Na komm. Solange die nicht zu dir kommen, ist noch einer zu viel. Ist natürlich gefährlich, wenn ich dann runterfalle vom Balken und da hänge. Oh, hier sind zwei. Ah. Einmal zum Auffangen und einen zum Weiterleiten. Ja, ich hab's kapiert. Hört euch das an. Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Liebe ist Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Spiel? Sie glaubt, das sei ein Spiel. Ist es Zufall, dass hier so Stellen auf dem Boden sind, die so ein bisschen auffälliger sind? Als ob man die da hinstellen müsste. So, und dann ist es jetzt da drauf. Okay. Anscheinend muss ich ja wieder da zurück. Da ist auch noch eine Wand zum kaputt machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwie runterfalle. Na? Oh, Gott sei Dank hat das funktioniert. Weil gerade springen ist ja nicht so meine Stärke. Aber das steht doch da richtig, oder? Aber irgendwie hat es nichts ausgelöst. Ich habe das Gefühl, ich muss da nochmal hin. Weil das macht ja auch kein Licht nach unten. Weil ich denke nämlich, dass es dann halt weiter nach unten geht. Weil es sah jetzt aus... Ich kann mich natürlich auch irren von der Perspektive her, aber ich bin der Meinung, es müsste eine Videosequenz kommen oder wenigstens der Strahl nach unten weitergehen. Und das ist halt gerade nicht der Fall. Also gehen wir nochmal hin und gucken. Wobei ich auch der Meinung bin, dass ich es entsprechend auf diese ganz auffällige Stelle hingetan habe. Aber so, vielleicht so Millimeter daneben. Der Weg ging ja dahin, also. Sagte ich, rutschte ab und stürzte in die Tiefe oder so. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ich hätte einfach am Balken hängen bleiben. Ich bleibe einfach am Balken hängen und mach so weiter. So komme ich wenigstens Leben an. Schneller vor allem auch. Ja, ich sagte doch Videosequenz.
Muss ich nur wieder nach unten kommen. Versuch, das Symbol an der Wand zu treffen. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Aber dahin kann ich immer noch nicht. Da immer drauf lande. Also gehe ich auf den Weg, den ich da hingekommen bin, wieder runter, oder was? Scheint jedenfalls so der Fall zu sein. Ich hoffe, dass das auch geht. Ah, jetzt. Uah! Die werden mir schon nichts tun, die werden mir schon nichts tun. Ich möchte gerne hier hin. Genau, auf die Seite fühle ich mich ein bisschen wohler. So, runter. Huch! Stimmt, da war ja was. Aber, fuck, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe keine Kamera. Kann ich auf dem Weg wirklich zurück? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Manno. Ich kann mich zwar abstoßen, aber ich kann ja nicht von der Wand unten wieder an die Seite hin. Das habe ich ja mit diesem Wandlauf gemacht. Auch nicht einfach hier unten fallen lassen. Da sterbe ich ja. Wie komme ich denn sonst runter? Wie komme ich? Wow! Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Ja, eigentlich davon aus, dass es von dort aus irgendwie klappen könnte. Aber fragt mich nicht wie. Also da kann ich auf jeden Fall hier so am Rand entlang, bin dorthin doch hoch, da kann ich auf jeden Fall eine Wand zerschlagen. Aber von dort unten hätte ich mich vielleicht abstoßen können, damit ich dort auf diese Erhöhung komme. Wäre das möglich gewesen? Oh, ich werde sowas von sterben. Jupp. Ich hab ja gesagt, ich würde sowas von sterben. Ich sehe es halt leider nicht. Da sterbe ich auch, okay. Nope. Das ist keine Erhöhung irgendwie. Was habe ich denn oben gesehen? Ich lebe wieder hierher. Ich habe sowas von keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber es hat funktioniert. Nein, das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt hier irgendwas mache... Ah! Was machst du denn? Warum machst du eine Rolle? Ich würde mich gerne an... Scheiße. Nur noch einmal. Ja, nee, das wird nix. Ich habe keine Ahnung, wie es hier drauf... Also, dass ich das überlebt habe. Ich habe das ist so nicht gedacht. Aber ehrlich gesagt, was soll ich denn machen? Nee, schade. Ich hab mehr Glück als Verstand. Ich glaub nicht. Nein! Nein! Fuck! Das hätte funktionieren können. Nein, nein, das war so nicht. Soll ich doch mal... Ach, Mann. Ich war so erfolgreich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es so nicht gedacht ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich runterkomme. Versuch, das Symbol an der Wand zu treffen. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Ich habe jetzt eine neue Idee. Als ich auf der Plattform war, sah es so ein bisschen danach aus, als könnte ich mich nach unten irgendwie fallen lassen. Jetzt sehe ich hier diese Lücke. Vielleicht klappt das ja so. Guck mal, das hätte so einfach sein können. Das andere wäre so episch gewesen, wenn ich nicht so ein paar Millimeter falsch gesprungen wäre. Weil ich hatte mich dann diese Plattform hier gesehen und gesehen, dass hier dieser Durchbruch auch ist in der Wand. Ja klar, wir haben natürlich wieder ein bisschen leben lassen müssen. Logisch. Und ja. Das sind so diese Eingebungen, die plötzlich kommen. Bleibt dort! Ich komme zu euch! Machst du das jetzt einfach so? Okay. Ja, ich versuch's. Boah. Hey, hallo. Was nun? Weiß ich nicht. Ich weiß, da ist ein Schalter. Da ist noch ein Symbol. Erinnerst du dich? Über dem Bücherregal. Sachen gibt's. Ah, nee, das ist das, was sie schon betätigt hat, ne? Okay, ja, dann weiß ich wirklich nicht. Aber ich höre was. Ach, ich lass mich... Ich wollte gerade sagen, ich lass mich einfach an den Rand fallen, ne? Und dann fliegt er runter und ich denke mir, ach du Scheiße, toll. So, hier kann ich auf jeden Fall wieder hoch. Jetzt weiß ich wenigstens, wie man da rankommt. So, wie geht's weiter? Also Wandlauf kann ich vergessen. Kann ich hier vielleicht hoch, weil das da so abgebrochen ist? Oh ja, kann ich. Also ich kann auf jeden Fall nicht so hoch. Kann ich hier vielleicht hoch? Ich kann so machen. Ach, da ist ein Seil. Okay. So viel dazu. Ah, von dort hätte ich da auch drauf springen können. Aber so habe ich das Ding gekriegt. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Habe ich mir so einen Schwung. Wupp. Und nochmal.
so klar. Ich habe das schon gesehen an der Farbe. Jetzt kommen wir zu dieser Leiter. Genau, das ist die, die ich nämlich gesehen hatte. Oh, Gott sei Dank. Ich war mir gerade für einen Moment nicht sicher, ob ich auch wirklich richtig stehe. Und ich kann hier das durchbrechen. Ein Geheimgang macht sich aber nicht breit. Aber hier ist so ein Teil. Okay, das ist auf jeden Fall für hier. Okay. Bleiben die auch oder gehen die? Hier ist auch nochmal was zum Durchbrechen. Aha, das ist mein Ziel. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann da wirklich hoch. Ach, guck mal. Ich habe mich schon gefragt, was das denn hier für ein Dings ist. Irgendwie sieht das aus, als könnte ich. Ach, das ist nur so ein Vorsprung, okay. Oh, toll, jetzt komme ich nicht mal hoch. Ja, doof. Ach, scheiße, kann ich mich nur weiter runterfallen lassen und wieder von neu hochklettern, oder was? Kacke. Ah, okay. Ich werde mal die Folge beenden und wieder zu der Stelle zurückkehren. Und ja. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, ne? So machen wir das. Bis dann, tschüss. Eure Tai.